Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, in diesem Osterjubel, den wir anstimmen, zu Recht anstimmen, sind wir immer noch gehalten wie in den letzten beiden Tagen in dieser Feier der drei Tage, wie wir uns vorgenommen haben, auf die Stimme zu hören, wie wir das morgens beten, jeden Tag. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Und wir sind am Donnerstag in der Nacht vor dem Leiden der menschlichen Stimme Christi begegnet, die darauf schaut, wie wenig er eigentlich erreicht hat, was er diesen Männern, dieser Handvoll Leuten jetzt hinterlassen kann, ihnen anvertrauen kann, jetzt, wo er geht, wo er gehen muss, wo er aufbrechen muss. Wie wenig ist das? Und wie er ein Zeichen setzt, wie er spricht, durch die beiden großen Zeichen, wie er spricht, durch die Waschung der Füße dieser Jünger und durch das Mahl, das er setzt in Brot und Wein, indem er sich selber teilt und ausgießt, damit die anderen leben. Und gestern war es seine Stimme am Kreuz, die, wenn auch schwach, aber vernehmlich für die Feinde betet und schließlich in einem Schrei der Gottverlassenheit erstickt. Heute hören wir wieder auf seine Stimme. Und vielleicht sind wir erstaunt, dass von seiner Stimme gar nicht die Rede ist. Einige haben sich schon Stunden vorher durch die Psalmen getastet in diese Nacht hinein, in die Botschaft dieser Nacht, um besser die Stimme Gottes zu hören. In einem Psalm hieß es: Die Pläne Gottes bleiben ewig bestehen, der Ratschluss seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Was ist der Plan Gottes? Was ist der Ratschluss seines Herzens? Darauf wollen uns die Lesungen dieser Nacht eine Antwort geben, von der ersten bis zur letzten. Von der ersten Seite der Bibel, was der Plan Gottes ist, der Ratschluss seines Herzens ist, dass alles gut ist. Er sieht das, was er schafft, durch sein Wort, was er ins Leben, ins Dasein ruft, diese Welt, diese Schöpfung. Alles, was es gibt, auch den Menschen, ist gut. Das ist der Ratschluss des Herzens Gottes und sein Plan. Nun werden wir sagen, diese Worte lassen wir in dieser Nacht gern an uns heran. Wir hören gerne in dieser Nacht, dass alles gut ist, aber wir wissen, wenn wir vor die Kirchtür gehen, sobald wir noch die Nachrichten anschauen, erreicht uns all das andere. Der Schwall von Krieg und Gewalt, von Terror, von Verfolgung, Vertreibung, Flüchtlingsproblematik. Wir werden heute nicht fertig, damit alles aufzuzählen. Genau in diese Situation hinein hören wir ja die Stimme Gottes. Und es bleibt. Der Ratschluss Gottes, sein Plan ist ewig. Er gilt auch heute. Und so hören wir in dieser Nacht zunächst nicht direkt die Stimme Gottes, sondern nur ein Gerücht. Mit Verlaub gesagt, das hat sich natürlich geändert. Frauen sind heute ungleich glaubwürdiger als damals in der biblischen Zeit. Aber damals, wir sehen, was die Apostel damit machen. Geschwätz. Hat sich viel geändert bis heute? Frauen hin, Frauen her. Auch in der Kirche? Haben wir nicht manchmal das Gefühl, wir sind so routiniert in all dem Umgang mit Tod und auch mit Gewalt, mit all dem, was es an Problemen gibt. Wir sind Routiniers geworden, aber diese Sache mit den Engeln, mit der Auferstehung Christi, mit Ostern, eine nette Dekoration. Aber ist es mehr? In dieser Nacht, an diesem frühen Morgen, liebe Schwestern und Brüder,
ist es einstweilen nur ein Gerücht. Der Leichnam ist weg. Man sieht die Leinenbinden. Und es gibt nicht weniger, auch Blätter, die das heute drucken oder Sender, die es senden, die sagen, mein Gott, was hat man daraus alles gemacht? Glauben wir wirklich, dass ein Gerücht so lange besteht? Dass ein Gerücht so etwas in die Welt setzen kann, was seit 2000 Jahren ist? Immerhin Petrus macht sich in dieser Nacht auf, um zu sehen. Aber er geht voll Verwunderung nach Hause. Wie gehen wir nach Hause in dieser Nacht? Es wäre schon etwas, wenn wir verwundert wären. Vom Wunder dieser Nacht berührt, von der Wahrheit dieser Nacht, von der Stimme, die zu uns spricht, er ist auferstanden. Warum sucht ihr immer bei den Toten? Er ist lebendig. All das, was er ans Kreuz getragen hat, bis hin zum Schrei der Gottverlassenheit, all diesen Dreck dieser Welt, alle Schuld, alle Sünde, heute findet es Vergebung. Ostern, so sagt es Hans-Urs von Balthasar einmal, Ostern ist die große Absolution. Keine Sünde dieser Welt, die nicht hier ihre Vergebung fände. Welch ein Fest. Welch ein Faktum der Umwandlung dieser Welt und nicht nur dieser Welt ganz allgemein, sondern unsere Umwandlung. Wir haben das in den 40 Tagen vor Ostern immer wieder gebetet, im Nachtgebet zum Sonntag. Die Worte des Propheten Ezechiel, die ungemein größte Umwandlung, die wir vielleicht selber erfahren können, dass wir ein neues Herz geschenkt bekommen. Nicht mehr dieses sündenschwere, traurige, permanent mit sich selbst beschäftigte und um sich selbst kreisende Herz, sondern das neue Herz aus Fleisch, das etwas empfindet und das wirklich zu lieben vermag. Das zu einer Antwort findet auf das, was da geschieht. Eine Antwort auf die Stimme, die wir jetzt gehört haben und die nicht mehr verstummen wird. Die Stimme eines Liebenden. Die Stimme eines Lebendigen. Die Stimme, die nach uns ruft. Die uns meint. Und die uns genau auf diese Seite ziehen will. Auf die Seite des Planes Gottes. Seines ewigen Ratschlusses. Auf die Seite dessen, dass alles gut zu werden vermag, wenn wir auf ihn hören, wenn wir in seinen Spuren gehen, wenn wir die Botschaft des Kreuzes verstehen lernen und den Feinden vergeben und auch wissen, dass die größte Gottverlassenheit eingeholt ist von diesem Christus und durchlitten ist von diesem Christus. Und dass wir hingehen und den anderen die Füße waschen und dem Mahl ihm begegnen, so wie er es tun wird, wie er es begonnen hat am letzten Abend seines Lebens und wie er es als Auferstandener mit den Jüngern tun wird, indem er neu buchstabiert diese Stimme, diesen schwer Verständigen und auch uns neu buchstabiert. Ich fand dieser Tage ein Gedicht des Priesterpoeten Jan Twardowski, eines Polen, der das nochmal auf den Punkt bringt, das, was wir genannt haben, auf die Stimme zu hören und der es ins Heute übersetzt. Darum. Nicht darum, weil du aus dem Grabe auferstanden, nicht darum, weil du in den Himmel aufgefahren, sondern darum, weil man dir ein Bein gestellt, dich ins Gesicht geschlagen, dich splitternackt ausgezogen hat, weil du am Kreuz vor Schmerz den Kopf eingezogen hast, wie ein Reiher den Hals. Darum, weil du gestorben bist wie ein Gott, der kein Gott zu sein scheint, ohne schmerzstillende Mittel,
ohne ein feuchtes Handtuch um den Kopf, weil du größere Augen hattest als der Krieg, den Gefallenen gleich, die im Graben liegen, mit einem Vergissmeinnicht. Darum, weil dein Gesicht von Tränen verschmiert ist, darum erhebe ich dich täglich in der Messe, wie ein Lamm, das man an den Ohren hervorzieht.